Ich bin ein nicht-jüdischer Zionist und halte das für gar keine besonders auffällige oder bemerkenswerte Feststellung. Warum soll ein Nicht-Jude nicht sich für die Ziele des Zionismus und für die Lebensrechte und für die Existenzrechte des Staates Israel in besonderer Weise einsetzen? Ich tue dies auch nicht nur oder primär aus einer vergangenheitsbezogenen Schuldperspektive, nach dem Motto, die Deutschen haben den Juden dieser Welt ein unvergleichbares und einzigartiges Elend angetan und müssen sich nun in besonderer Weise dafür einsetzen, dass wenigstens in Israel Juden sicher und unbehelligt leben können. Das gilt auch, aber das ist nicht das einzige oder das entscheidende Motiv, sondern ich glaube, mindestens ebenso wichtig ist es, dass wir ein langfristiges Interesse daran haben, dass Israel als eine demokratische Gesellschaft und als eine Gesellschaft, die im Wesentlichen die Werte westlicher Demokratien alleine repräsentiert in dieser Region, dass diese Gesellschaft und dieses Land gestärkt wird und geschützt wird.